So, und damit herzlich willkommen zu Folge 17? Ja, bestimmt, 17, ja. Folge 17 oder ähnlich von Fürnüsse mit Dirk und Klaus. Jong-un und Moon geben sich die Hände, Dirk und Klaus geben sich die Ehre, eine neue Folge Fürnüsse zu präsentieren. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir die Anmod gespart. Ich musste den raushauen. Ja, ich habe eine nasse Hose, ich musste es. Ja, klingonisch ist aber so. Ja, super, oder? Ach, nee. Habe ich den öfter gebracht in letzter Zeit? Weiß ich nicht. Ja. Sind wir heiß? Wir sind richtig heiß. Ja. Richtig heiß. Was soll ich weißt du, ja, bevor du deine Frage stellst? Sicher doch. Meine Frage? Ja. Scherz, ja. Das ist so ja, lustig Scherz, jedes Mal. Sau lustig. Du hast das zum Glück letztes Mal nicht gemacht. Und der lustige Typ, der vergisst, Fragen zu stellen. Ja, komm, hau raus. Dass wir nächsten Monat zusammen das erste Mal offiziell für Penunzen, oder nee, wahrscheinlich noch nicht das erste Mal, aber das erste Mal in einer Werbung zusammen drehen werden. Es kommen immer mehr Details raus, ja. Hast du es schon mitgekriegt? Nicht fest. Also mir wurde halt gesagt, dass es definitiv diesen Monat passieren soll. Also meine Mails kommen hier so nach und nach. Okay. Ihr hört das ja mal nicht. Und dann hieß es von wegen Fun Fact am Rande und dann mit Sicherheit mit Sebastian. Es könnte schon Mitte Mai sein, hatte Maike mir heute geschrieben. Ja. Nehmen wir sie Mike. Mike. Das hieß auf ich habe gedacht, oh Gott, darf ich ihren Namen sagen? Das ist ja völlig irrelevant. Wie gut, weil wir irgendwie zusammen so gut harmonieren, hätte der Kunde beziehungsweise die durchgeknallte Werbung gesagt. Wenn die wüssten. Ich habe auch gedacht, oh Gott, ey, die müssen uns doch fernhalten am Set und nicht zusammenführen. Das wird bestimmt lustig und ihr hört bestimmt davon. Hier. Auch was, ja. Auch nächsten Monat. Auch, alles gut? Ja, Himmelfahrt. Nee, ja, wahrscheinlich auch, ja. Aber auch nächsten Monat laufen wir den Xletics-Lauf und ich dachte, so. Ja, bitte? Ich dachte, ausgefuchste Hindernislauf-Füchse. Wir könnten mal die Frage beantworten: Wie bereitet man sich auf so einen Tough Mudder, auf so einen Xletics, wie bereitet man sich auf so einen Obstacle-Run vor? Gut! Bis nächste Woche. Danke. Fürnüsse@gmail.com. Jetzt hast du mal kaputt gemacht. Ja. Wie? Ja, das ist eine gute Frage. Was machen wir so als Vorbereitung? Kann man Leuten so als Tipp mitgeben, die vielleicht. Maiko ist ja ein fester Stammhörer bei uns. Ja. Ja. Und die anderen, vielleicht, wir erweitern unser Publikum, wir machen den Podcast jetzt relevant für drei andere Leute. Markus, Hagen, Sirko, richtig? Fehlt noch einer? Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, es fehlt noch einer, weil wir sieben sein sollen im Team. Maiko, du, ich, oh verdammt, wen hätte ich vergessen? Habe ich schon gesagt, Markus. Ich habe mein Telefon jetzt weggelegt. Das ist ganz großes Podcasting. Live, die Spannung steigt. Wer ist der siebte im Team Apes in Mud? Haben wir Carsten schon genannt? Nein. Dann ist es Carsten. Ah ja. Die glorreichen sieben. Juhu. Das Juhu. Rohr neigt zum Biegen. Was, bla, irgendwas mit Siegen. Laufen, ne? Wir haben vorhin drüber geredet. Ja. Alle möglichen Hindernisse, das ist ja ein Spaßlauf. Das ist ja ein Spaß, machen. Ja, aber man muss obwohl ja halt... Obwohl sie alle mal sagen, nee, das ist der härteste Lauf der Welt. Wahrscheinlich der härteste Lauf der Welt. Das wahrscheinlich ist die rechtliche Absicherung. Ja, nämlich wahrscheinlich. Mutmaßlich. Ja. Also ich denke mal, die ganzen einzelnen Hindernisse, da kann man echt... Also ich würde mal so weit gehen, sagen, man kann untrainiert rangehen, weil halt irgendwo rüberklettern schaffst du, irgendwo hochziehen schaffst du vielleicht nicht und schmierst halt irgendwie am Seil ab und fällst ins Wasser, aber das ist ja der Gag dabei, da ist ja auch viel Schlamm und Matsch und ich glaube, war so ein Schaumscheiß, war halt irgendwie auch, das fand ich ganz frisch, bizarr. Weil, frisch aus Ibiza importierter Schaum. Und da war die Basis war unten halt Sand
Jetzt hat wahrscheinlich die Mike geantwortet. Sand, und dann war das so eine Sand-Schaumschleim-Kacke. So. Also das hatte ich vorher nie gehabt. Das war so ein bisschen wie Dünnpfiff. Ja, und das war auch für den Verstand ein bisschen schwierig, weil du eigentlich bis fast zur Hüfte drinne warst, aber weil es oben sich halt einfach nicht mehr nach nichts, also da war kein Widerstand, und dann dachtest du, ja, bis zum Knie, und plötzlich unten dachtest du, was ist denn das hier? Und das sieht dann auch sehr eklig aus, wenn Sand mit Schaum gemacht an dir. Ja, ist dann nicht mehr so cool. Aber ich würde sagen halt, du musst, wie viel ist die L-Distanz? Die L-Distanz ist, glaube ich, 18 Kilometer. 18, ist ja immer so knapp 20. Ja, beim Tough Mudder auch. So. Weil 20 hatten wir ja schon mal beim Tough Mudder. Da war ja, also beim ersten Mal waren es 16, und beim letzten Mal haben sie ja gesagt, von wegen jetzt die Hard, und dann hatten wir irgendwie 20,5, also für etwas über 20. Das war schon ordentlich, aber da hatten wir das Glück, dass das Wetter gut war und die Strecke war hauptsächlich eben. Ja. Und Xletics hat uns ja letztes Mal echt in die Schranke gewiesen, wo wir dachten, oh, das hoch ist ja mit 17 echt auf okay. Sandboden. Genau. Und dann halt die ganze Zeit durch diesen sandigen Wald und 500 Höhenmeter und dann plötzlich im Wasser, und wir dachten, ja, wir springen dann halt da von dieser Bohle runter und dann ist lustig und nass und dann wieder raus aus dem Wasser. Nee, ihr schwimmt mal mit Klamotten 200 Meter bis zur Insel, dann springt da runter und dann zunächst. Und da waren wir echt, das, ja. Ich meine, okay, wir bereiten uns jetzt auch nicht irgendwie mit Klamotten schwimmen irgendwie vor, weil das haben wir dann schon hingekriegt. Aber also dieser Sand, die Höhenunterschiede und der Sand, der hat mich so fertig gemacht. Und deswegen, also für unsere kleine Gang da draußen, laufen. Also lauft so oft ihr könnt. Natürlich nicht so, dass ihr vollkommen verschmerzt und mit Wunden und Muskelkater dann zum Lauf ankommt. Aber halt vorher, wenn ihr trainiert, echt dann, ich glaube, wenn es jetzt wenn es kurz vorher ist, wenn du sagst, ich habe nur noch einen Monat Zeit, lass halt die ganzen Klimmzug- und Hangelaktionen und sonst was weg, sondern konzentriere dich einfach primär aufs Laufen, oder? Also, ja, also ich würde normalerweise würde ich bei einem Lauf immer sagen, man sollte vorher so ungefähr 3/4 der Strecke problemlos bewältigen können. Die Distanz dann, schaffen? Genau, okay. Also 3/4 der Distanz, und am Wettkampftag schafft man dann auch das letzte Viertel. Ja, also das dann mit Adrenalin und mit den Zuschauern und so, das ist dann im Kopf noch drin. Ja. Bei dem Xletics würde ich tatsächlich sagen, man sollte die ganze Distanz schaffen können vorher, weil die Laufstrecke so anspruchsvoll ist. Mhm. Und weil das so viel Kraft kostet, immer rauf und runter zu rennen und, auf dem sandigen Boden, was man in Berlin ja auch nicht richtig trainieren kann. Du hast ja eigentlich keine Höhenmeter. Ja. Und wenn du halt auch die einzelnen Hindernisse vielleicht auch nicht schaffst, aber jedes Mal vollen Willens probierst. Mhm. Also alleine, wenn ich daran denke, es gab ja diesen einen Hindernis-Ding ganz dann spät, wo mir echt die Hände mal aufgegangen sind, wo dir diese schweren Sandsäcke, wie du jetzt da einen hast, irgendwie einfach nur so eine blöde Strecke einmal rumschleppen solltest. Und das waren ja bestimmt auch irgendwie, keine Ahnung, 40 Kilo oder sowas, 20 an jeder Hand oder, also du hast ja zwei Säcke so zum Schleppen. Und du bist ja nur gegangen. Aber da du halt die ganze Zeit deine Hände und sowas, da powerst du ja so viel Kraft raus. Das ist ja natürlich anstrengender, als wenn du jetzt irgendwie mal kurz Schritt für Schritt, weil du eh warten musst, weil voll Leute sind, irgendwie so eine Wand hochkletterst, wo du dich halt festhalten kannst. Und das im normalen Griff. Ja. Und da habe ich halt gedacht, und danach haben wir ja meist immer nur so, okay, weiter. Und dann weitergelaufen, und da hast du gemerkt, scheiße, Alter, ich hole jetzt keine Kraft durchs Joggen mehr wieder rein. Was ja dann irgendwann mal der Gedanke war, dass du sagst, genau, zwischen diesen Hindernissen kriegen wir halt durch den Lauf ein bisschen Kraft hier zurück. Mhm. Und irgendwann ist das auch passé. Da bist du so ab Kilometer 10 wird es auch relativ ruhig, dann albert auch keiner mehr so richtig rum. Und dann geht es ja echt nur darum, dass du hoffentlich im Fokus bleibst. Weil eigentlich ist das Quatschen ja das Gute, dass sich das ablenkt. Oder wenn du merkst, es wird halt eng. Und dass man nicht zu schnell läuft dadurch. Genau, Also dadurch, dass man in einer Gruppe unterwegs ist und sich immer mal kurz unterhält, weil es sind ja Spaßläufe, es gibt keine Zeitnahme, es gibt keine Gewinner. Wie heißt das beim Marathon nochmal? Pacemaker oder was? Ja, Pacemaker, Das ist der immer hier sagt von den, was du ja eigentlich gemacht hast. Genau, unser also Pacemaker. Genau, normalerweise sind die Pacemaker ja dafür da, dass du eine gewisse Zielzeit hältst. Und also beim Marathon und so laufen die dann immer mit so einer Zeit auf dem Rücken rum, wo dann 3,5 Stunden steht, und der läuft dann halt den Marathon in 3,5 Stunden. Krass. Knallhart. Und das ist sein Job, und dann kannst du dich halt an ihn ranhalten und dann weißt du, du bist auch bei 3,5 Stunden dabei. Okay. Genau, und das bei solchen Läufen versucht man erst ein bisschen langsamer anzugehen, noch zu reden, dann ist man halt eher so im Jogging-Tempo unterwegs, kann halt ein bisschen regenerieren auf den Abschnitten. Was ja eigentlich der Gedanke ist, du gesagt hast, du hast ja die Hindernisse, wo du dich teilweise ein bisschen verausgabst. Manchmal ist es halt der reine Spaß. Manchmal sind die Hindernisse keine richtigen Hindernisse, sondern das nur ist so reiner, ein bisschen, reiner Spaß. Nur so ein bisschen Klingonisch ist aber so. Oh Gottes Willen. Vulkan ist aber so. Ja, wegen Vulkan.
Nur so ein bisschen, um die Zahl an Hindernissen vollzukriegen, wenn es irgendwelche Heuballen sind oder... Das war so, nur bei Tough Mudder. Ja, beim Tough Mudder war es. Ja. Also da, wenn der Tough Mudder läuft, der wird halt feststellen, irgendwie steht mit 60 Hindernissen. Und davon ist dann eins ein Holzbalken. Ja, und drei eins. Sind Pfützen. Nee, ja. Quatsch, 30 sind Pfützen. Flussquerung. Ja. Und du gehst halt echt hier, wenn mal ein starker Regenfall ist, durch mehr Wasser als bei einer Flussquerung. Ja, ja. Man spricht. Kriegst du eigentlich die ganzen Hindernisse noch zusammen vom letzten Exletics? Nee. nicht ohne das Video. Ich dachte, probiert's mal so in drei Sekunden. Nee. Hundehörn hat gerade aufgegeben. Ja, was hatten wir denn? Also einmal unter Stacheldraht durchrobben. Wie fing's denn an? Was war das erste? Ich glaube, das war das erste, oder? Echt? Weil das erinnert mich an den Tough Mudder, Stacheldraht. Oder war es nur beim Tough Mudder das erste? Ja. Also beim Tough Mudder ist ja gleich das erste, das heißt auch Kiss of Mud, dass man direkt beim ersten Hindernis schmutzig wird, ja, und sich die Sicherheitsnadel mit der Startnummer in die Brust rammt. Das ist eh das Dümmste. Das war beim Exletics besser, dass du halt einfach diese Billigstirnbänder hast, dass du halt dann sagst, okay, jedes Mal nach einem Hindernis kontrolliert sich jeder oder kontrolliert jeder den anderen, sitzt man, sieht man das noch, und die sind ja nur dazu da, dass du später die Fotos halt schneller findest, dass du nicht dann irgendwie sagst, oh geil, ich kann jetzt 40.000 Fotos durchscrollen, dass dann irgendwann mich finde. Das kostet dir ja auch nichts. Also diese dummen Papier-Startnummern, die sind schon bei einem normalen Marathon oder Halbmarathon echt nervig. Weil die halt einfach, das nervt halt einfach super, selbst wenn du nur läufst. Aber da man die mit Sicherheitsnadeln befestigt, ist es halt da auch echt ein Verletzungsrisiko. Also ich würde auch behaupten, das gibt es nicht mehr. Also oder hoffen. So, ja, ich meine, beim Tough Mudder bin ich mir nicht so sicher. Das Faszinierende ist, es war ja echt der Tough Mudder. Und der war damals schon bekannter als der Exletics. Also und der wahrscheinlich härteste Hindernislauf der Welt. Wahrscheinlich. Ja. Also ich fand aber definitiv geil, dass du halt immer schmutzig wurdest. Mhm. Also das war ja, das ist ja so das, was ich so ein bisschen schade finde beim Exletics, das ist halt auch da, aber es ist natürlich nicht der Fokus darauf. Und Tough Mudder ist ja natürlich der Name, dass du halt überall irgendwie durchschlabberst. So. Und dann haben die halt dann auch wie hieß dieses Schrecks Wohnzimmer oder sowas? Ja, ja, das fand diese Jauchegrube. Ja. Ja. Dass du halt echt diesen Moorbereich da hast, wo du definitiv erstmal das Knie reinkommst und wenn du weitergehst. Schuh verliert. Und dann echt irgendwann Hüfte und dann echt so richtig große Augen kriegst, weil du denkst, Alter, ich merke richtig, wie es tiefer hier geht. Und das ist schon krass. Und da sind auch etliche Schuhe mit Sicherheit immer noch drin vom letzten Mal. Oh, ja. Also das ist halt echt, ja, wie du deine Schuhe da verlierst. Das ist auch, ja. Aber ich meine, also unser Training, also wir haben ja zusammen angefangen zu trainieren für den Tough Mudder. Für den ersten Tough Mudder, 2015? Ja, wahrscheinlich. Ja, weil wir haben ja jedes Jahr am Stück und das ist ja jetzt unser vierter Lauf. Genau, ja. Und da war unser Training ja sehr konzentriert auf viele Sachen, was halt Tough Mudder betreffen könnte. Also auf dem letzten, am Platz da, wo wir halt dann gesagt haben, okay, wir müssen definitiv mal hangeln. Da haben wir aber auch einfach mega überschätzt, wie anspruchsvoll die Hindernisse sind im Vergleich zur Laufstrecke. Ja. Also gerade beim Xletic ist das nochmal extremer, weil wie gesagt, die Strecke echt anspruchsvoll ist. Aber die Hindernisse, wenn man ein bisschen kraxeln kann, wenn man sich irgendwo ein bisschen lang hangeln kann, wenn man das aus Spaß macht, vielleicht 2-3 Liegestütze schafft, um sich halt mal irgendwo rauszustützen. Ja. Wenn man das schafft, dann schafft man eigentlich alles alleine und ansonsten kann das Team immer eine helfende Hand reichen. Ja. Beziehungsweise, das ist ja auch das Gute an den Läufen, es gibt ja keine Konkurrenz, sondern alle arbeiten zusammen. Ja. Und wenn man da an einem Hindernis ist und nicht über die Mauer kommt, dann irgendwo kommt eine Hand her. Und dann gibt es halt mal so sture Leute wie dieser eine Typ, der es partout nicht über die Mauer schaffte. Erinnerst du dich noch? Immer gegengesprungen ist. Und wieder und wieder das zuschauen. Keine Hilfe wollte. Und der sich ja richtig, also der teilweise echt wohl gedacht hat, jetzt hat sich verletzt. Wie ein Käfer, so aus circa 2 Meter auf dem Rücken geknallt. So, ach du Scheiße, alles okay? Ja. So, jetzt machst du aber hier mal Räuberleiter, steig mir rein. Nee, geh mal weg, ich probiere es nochmal. Und dann die Schlange wird erstmal länger. Du hast ja auch nicht mehr Spaß. Und das ist ja schon, dass du sagst von denen, komm, wir helfen dir. Mhm. Und da steht dann halt einfach das größte Ego des Laufs. Ja, und ich meine, es ist ja okay, dass du es erstmal alleine versuchst. Ja. Und dann versuchst du es vielleicht ein zweites Mal, aber danach sollte halt auch irgendwann Schluss sein. Dann kann man auch einsehen, so okay, die Hindernisse sind ja oft auch darauf angelegt, dass du Hilfe brauchst. Der meiste Support ist bei den Läufen ja auch eigentlich eher so ein verbaler Support. Also wenn du da stehst und sagst, ja, schaffst du, bla, sehr gut. Also als wir gekraxelt haben, wie wir da halt, also wo Maiko meinte, sein großes Hindernis ist hier Griffkraft und sowas. Ja. Und diese, weißt du, was waren diese komischen schwingenden Türen oder diese Käsehälften und sowas. Genau. Und er da halt durchkam und wir ihn eigentlich ja nur so angefeuert und wir haben ja nie die Hand hingehalten irgendwas so. Und das war ja für ihn dann auch totaler Gewinn in dem Moment, dass er da von wegen, geil, das ist so, weil jeder hat ja so seinen eigenen Bereich, wo er sagt, Alter, da durch. So.
Und ja, was mich hier immer noch ärgert, diese komische, dieses komische Hängegitter. Überhang, ja. Ja, also wo ich da halt einfach eine ganz dumme Technik angefangen habe und dann so die Fresse dick hatte von der Hitze und von der Schwäche, dass ich dann nicht gesagt habe, ich probiere es nochmal, sondern abgerutscht, ich gucke nur Fritz an, ja, fertig, oder geschafft, oder irgendwas habe ich gesagt. So. Und du, okay. Ohne Schmerz weg. Genau. Weil, wie war das? Das war so ein Hängennetz, was erstmal parallel zum Boden hing. So ein Seil wie so eine Spinne auf dem Spielplatz. Und dann am Anfang war es mit einem Winkel hoch. Und du gehst in den Winkel, also bist ja in dieses Ding reingesprungen, musst dann nicht runterklettern und dann quasi unter diesen Boden durchklettern oder ranghangeln. Und du bist ja halt Fuß voran, ne? Einmal durch. Und ich habe ja irgendwie, glaube ich, gedacht, ich mache es besser mit Kopf voran und gemerkt, das geht gar nicht. Nee, ich habe gewendet. Ich habe in der Mitte gewendet, sodass ich hochgekraxelt und im Kopf voran bin, glaube ich. Ah, okay, irgendwie sowas. Und du bist und ich habe gedacht, Füßen ich mache genau, ich mache Fuß voran. Ja. Und das ging halt gar nicht, weil deine Füße natürlich sich nicht irgendwie festhaken. Ja. Und dann haben halt auch einfach die Dinger so in den Händen geschnitten und die es war halt auch einfach heiß. Also den ganzen Tag. Ja, aber trotzdem und ist das schon so ein bisschen Ego-Scheiß, wenn du denkst, alle anderen Hindernisse hast du, soweit man es eigentlich schaffen kann, geschafft. Mhm. Außer natürlich, weiß nicht, diese schwimmenden Bohlen. Da habe ich halt auch keinen gesehen. Angelegt, genau. Das ist ja der Gag von wegen, schmier mal total lustig ab und komm mit der Schulter auf oder sowas. Aber du klatscht dann halt ins Wasser. Da hat man ja auch nicht mehr Spaß, wenn man es schafft. Genau, so. Und aber selbst halt, also mal eigentlich, das war nur so ein Ego-Ding, aber mein verhasstestes Hindernis war dieses Bundeswehr-Krabbelding, wo du da halt irgendwie eine Höhe von, was war das, 50 Zentimeter hattest? Ungefähr, und auf staubtrockenem Boden. Genau, und das war halt total heißer Tag durch den Wald. In der prallen Sonne. Und dieser Bereich war halt in der prallen Sonne. Und das waren, weiß nicht, 100 Meter, 150 Meter? Das war also 100 Meter, würde ich sagen, ja. Also es war wirklich heiß, es war lang. Und wir waren halt alleine in diesem Sandloch drin so. Und wir sind halt da ganz, also Fritz ist da ziemlich gut durchgerobbt und ich bin dann irgendwann echt immer so wie ein Schritt vor, ich sterbe. Und dann machst du einen Schritt zurück und dann hast du den Mario getanzt, was dich noch mehr Kraft gekostet hat. Und dann habe ich zwischendurch echt immer, also bin ich schon so aufgestanden, dass ich gar nicht mehr gerobbt, sondern wollte auf allen Vieren krabbeln. Dabei habe ich mit meinem Rücken schon immer diese Gitter angehoben, wo ich dachte, jetzt bitte holt mich hier raus und irgendwer von den Guards muss sagen, ey, du machst da falsch, raus hier oder so. Und ich, scheiße. Aber das einzige Gute war, glaube ich, dass du zum Schluss dann irgendwie gesagt hast, komm schon. Ja. Das war dann irgendwie in dem Video was gesagt. Wiedergeboren, mein Kind. Irgendwie sowas, wo ich dachte, jetzt habe ich Angst. Und dann war da so eine lächerliche kleine Klapptischecke, wo da halt irgendwie so ein Guard stand und da war eigentlich irgendwie Getränke und ja, sorry, hier ist auch nichts mehr. Wir haben schon abgebaut. Und du bist halt da durch gerade. Also ich habe da bestimmt 10 oder 15 Minuten für gebraucht oder länger und war halt richtig tot und hätte jetzt richtig Lust auf einen Schluck Wasser gehabt und du konntest dir den Mund mit Sand ausspülen. Das war also das letzte Drittel von dem X-Letics war sowieso ziemlich hart. Die härtesten Hindernisse, die schlimmste Strecke. Aber halt nicht coole Hindernisse, sondern einfach nur schwere Hindernisse. Ja. So. Genauso wie diese Seile, die halt einfach runterhängen und unten ist so ein Knoten oder mal kein Knoten. Das ist auch ganz geil. Tarzans Wohnzimmer oder so genau. Ist das, glaube ich. Ja. Und da hast du dann entweder die Möglichkeit, du bist noch so weit vom Gehirn durchblutet, dass du sagst, okay, ich hangel mich durch und mit Schwung arbeiten oder so wie ich Affe dann einfach nur festhalten mit Kraft, sich das andere Ding ranziehen, mit den Füßen irgendwie ranklammen an das nächste und dann maximal Energie da verschwenden. Ja. Und du bist ganz alleine und dann ist wieder so ein Guard und nach 10 Minuten, wenn du durch bist, guckt dich an, ja super, weiter geht's. Das war sowieso das Geile, so an dem letzten Streckenabschnitt, wo es richtig leer wurde, wo nur wir zwei unterwegs waren, drei Hindernisse lang keinen anderen Menschen gesehen haben. Dann gab es so ein paar Eskalatierwände, wo man nur mit, noch wo man nur mit Hilfe rüberkommt, aber wir waren die Einzigen da. Das heißt, du hast mir rüber geholfen, danach musste ich an der Wand vorbei, um dir rüber zu helfen. Ja, aber es waren ja auch einfach mal, 3,50 hoch oder so. Ja. Also ja. Die erste konnte man noch ran. Ja. Und da haben wir halt einfach nur das Glück, dass wir halt so oft Klimmzug oder irgendwas mit Griffkraft trainieren, dass wenn du uns ranschmeißt, dass gerade mal unsere Finger irgendwo dranhängen, dann kommen wir rüber. So, also das schaffen wir dann schon. Bloß, da war es dann echt so, dass du die andere anguckst und dann schmeißt, ja, wenn du willst, kannst du hier nochmal rum. Wenn du willst. Mhm. Ja, schon, wie hätte ich denn das warten sollen, bis da irgendwie das Wetter nach 100 Jahren ein Loch reinsägt? Und da hat er uns auch schon gesagt, weil wir gefragt haben, wie spät haben wir es denn? Und da haben wir doch errechnet, dass wir da schon 5 Stunden unterwegs waren. Ja, also. Da war die Motivation auch an diesem Hindernis so, ach du Scheiße. Ey. Ja, dass man sollte sich auf jeden Fall halt auch auf extremes Wetter vorbereiten. Ja. Weil es ist halt nicht immer, ich glaube, bei den Tough Mudders hatten wir bei beiden Glück und es waren immer so 20 Grad.
Also es war auf jeden Fall plus, super minus. Tough, war da so Laufwetter. Genau, so. Genau. Bei dem Xletics hatten wir ersten halt, war es doch total heiß, oder? War es auch so heiß? Ich dachte, bei dem 16-Kilometer-Lauf war es okay. Halt, dass wir uns ordentlich verbrannt haben. Hm. Bei welchem waren das? War das beim Xletics oder Tough Mudder, wo dann irgendwann unsere Favorite-Hindernisse kamen, wie du stehst 4 Meter über dem Boden und musst ja, halt an so eine Planke ranspringen. Das war beim Tough Mudder. Bei der, das mit der Glocke. Ja, das war halt echt. Ja, das, wo ich ja auch dann, bei mir, ich habe es mit der GoPro gefilmt, bei mir sieht man im Video, wie mich kurz vorher nochmal die Höhenangst packt. Und du eigentlich nochmal so einen, ne, Kontrollblick nach unten werfe für die Höhe und ich greife dann nur ran und das reißt mich dann sofort runter. Also das meine ich gerne. Das hat mir richtig Spaß gemacht, weil das habe ich ja noch irgendwie geschafft, wo du dann richtig ins Wasser knallst. Ach, oder meinst du diesen Sprung auf diese Feuerwehrmatte? Genau, das. Ah, das war auch beim Tough Mudder, ja. Okay, weil das fand ich eher das war für mich schwierig, weil ich dachte, wenn ich jetzt richtig weit springe und ich kann dann vielleicht mit Flug von da oben runter, weiß ich, eine Strecke von 3,50 Meter oder 4 Meter überbrücken und viel länger ist dieses Sprungkissen da unten nicht. Und das fand ich halt blöd, dass du halt sagst, ich könnte vielleicht mit Maximalsprung, wenn du nicht dran denkst, wie du runterkommst, daran. Da sind auch viele nicht gesprungen. Also viele sind dann, man kann dann auch die Rutsche quasi nehmen, setzt sich mit dem Hintern hin und rutscht dann auf die Matte. Das fand ich halt zum Beispiel, was wir vorhin besprochen haben, dieser Sicherheitsaspekt. Also beim Xletics gab es echt ein paar Dinger, wo ich dachte, ey, wenn hier einer abschmiert, da ist auch dieser Guard, der da unten steht, der kann dann höchstens die Funke holen und sagen, ja, hier ist 1217, ich glaube, da guckt eine Kniescheibe raus, Freunde. Einmal Kniescheibe wegwischen, beim Kniescheibentwister. Und dann hast du natürlich halt irgendwo so einen Punkt im Wald, da weißt du ganz genau, bis da halt irgendwie das Quad durchkommt oder so, liegst du da halt erstmal mit einer verdreckten, offenen Kniescheibe oder offenem Bein da rum und dann, Kollege, atme mal ganz ruhig in den Bauch oder irgendwie so eine Hilfetipps da kommen dann bestimmt von solchen. Also da war ja nichts vorbereitet, wo du das Gefühl hattest, oh ja, die haben da echt, weil ich weiß ganz genau, bei manchen Hindernissen beim Tough Mudder hast du nämlich richtige Sunnies gesehen, die da mit Koffer, das habe ich beim Nextletics nicht gesehen. Da habe ich so gedacht, also ich hier könnte da einfach mal fürs Gefühl so einen Sunny-Wagen hinstellen. Das würde echt beruhigen, weil da gab es, das war keine Eskalettierwand, oder diese krasse Pyramide oder was. Genau, so eine Holzpyramide und du hast dann so immer am Abstand von, weiß ich, 1,50 Meter so einen schmalen Balken drauf, dass du dich festhalten kannst und da sollen halt alle rüberkraxeln. Lustig ist nur, dass vorher halt nicht irgendwie so getimed ist, dass die immer so, weiß nicht, immer 2 Leute oder 3 Leute an die Wand lassen, sondern jeder hat dann so 50 Zentimeter Platz und die lassen so viele Leute ran, wie wollen. Da ist kein Stopp. Ja, genau, über dir klettert halt direkt jemand. Genau. Und du hast gerne mal, dass du deine Hand irgendwie auf so einen Holzbalken legst und der oben denkt sich, ach, ich gehe dir sicherheitshalber nochmal zurück und tritt dir schön auf die Flosse. So. Und da schreien auch so viele, ey, pass mal auf, Achtung, Achtung, dass du nicht das Gefühl hast, du bist angesprochen. Und ich weiß dann, wie ich dann mich irgendwie festgehalten habe, oben an der Spitze. Und da war halt so ein Typ, der dann irgendwie sich voll gefreut hat und seine Kollegen meinten, machen oben Fotos oder irgendwas so. Und dann ich halt hoch und meinte, Alter, jetzt mal weiter hier so. Und ja, Entschuldigung. Weil halt hinter dir drücken ja auch alle nach. Und du kannst ja nicht sagen, Freunde, haltet mal alle an, der oben ist total lustig, der macht mal ein paar Fotos gerade. Oder wie findet ihr das? So, und das, da habe ich auch gedacht, und wenn dann halt auch einer abschmiert von der Wand, dann reißt der einfach mal 5 mit. Ja. Das ist ja nicht von wegen, einer hat jetzt einen Splitter gezogen, sondern also da habe ich gedacht, Gottes Willen, dass da keiner drüber nachdenkt. Aber das bremst den Fall dann auch nicht mehr, weil der rutscht dann da trotzdem einmal runter. War da oben eigentlich eine Kordel? 4 oder 5 Metern? Weil gerne war ja solche Dinger, weil ich habe gerade gedacht, wie wendet man oben nochmal? Ich glaube, da war ein Seil, wo man sich dann abseilen konnte auf der anderen Seite. Weil sonst hätte ich auch gerade voll Panik geschoben, weil du sitzt dann ja oben drauf. Ja. Und das heißt, der ganze Schwerpunkt ist jetzt über, also zum Kippen vorbereitet. Ja, also darauf muss man sich, glaube ich, auf jeden Fall vorbereiten, dass man halt in gewissen Situationen einfach eine völlig berechtigte Angst um seine Sicherheit und körperliche Integrität hat. Aber also unterm Strich ist es immer noch was sehr Lustiges. Es ist sehr lustig und es ist in der Regel auch sicher. Also ich meine, man ist auch nicht viel unsicherer, als wenn man besoffen auf dem Spielplatz rumkraxelt. aber man ist halt einfach da in gewissen Situationen, die, wenn man nicht aufpasst, ins Auge gehen können. Ja. Ich fand halt auch zum Beispiel, das war der Moment, das war ein ganz bizarres Hindernis, wo du erst an so einem Seil einen Balken hochkletterst, oben dann auf dem Balken eigentlich rauf müsstest, weil es ein Schwebebalken ist, um dann auf so einen Container raufzukommen und dann war der Schwebebalken noch verlängert, um dann an eine Stange zu kommen und an der Stange dann runter. Ja. So, und da weiß ich, dass ich dann total stolz war, dass ich es irgendwie geschafft habe, da rüber zu kraxeln und ihr seid alle mit dem Hintern drauf. Ja, du bist so super elegant rüber. Ich hatte, glaube ich, die schlimmste Taktik, und dann seitlich im Sitz habe ich mich dann hin und her geschoben. Ach, seitlich? Ich dachte, du hättest, oder war das Maiko? Ich glaube, ich habe rückwärts angefangen, dann habe ich mich irgendwann hingesetzt, saß seitlich drauf und dann immer so. Also im weiblichen Pferdesitz, oder wie? Ja, Reitsitz. Und Maiko
Heiko hatte doch dann den normalen, das Ding zwischen den Beinen und hat sich vorgeschoben. Ja. Ne? Das haben die meisten so gemacht. Aber da habe ich gedacht, ich ziehe mir da bestimmt die Hose bei aus, weil das Ding war halt ja auch nicht abgeschliffener Holzbalken, sondern ganz normal. Und wenn du da halt einfach mit deiner Funktionshose hängen bleibst, dann macht das ja kurz. Apropos Funktionshose, nehmt eine Hose mit. Macht nicht den gleichen Fehler wie Dirk und vergesst eure Hose. Habe ich letztes Mal eine Hose vergessen? Habe ich letztes Mal? Nee, siehst du. Aber eins von drei. Ja, das war beim zweiten Exletics. Beim zweiten Tafmaler. Aber da hast du mir noch 20 Euro oder sowas geschuldet für Zug oder für den Leihwagen. Ja, das war auch eine Tortur dahin. Da habe ich dir eine Hose gekauft. Genau, und dann sind wir halt zum Tafmada-Shop und dann habe ich gesagt, die Hose da. Und dann hat er mir eine Hose gekauft. Also das vielleicht auch mit der Anfahrt, ne? Unterschätzt die Anfahrt nicht. Also wenn ihr sowas macht. Naja, das Ding ist jetzt ja was Gutes. Ja, genau, ich meine für uns, ja. Ich meine, es gibt jetzt inzwischen auch in der Nähe von Berlin was, aber ansonsten, wer das macht, falls nochmal irgendein Externer unseren Podcast hört in 100 Jahren, unterschätzt nicht die Anfahrt, weil wenn ihr es so machen müsst wie der Klausemann und morgens um 2 aufstehen müsst, um den Zug zu erwischen. Aber er sagt noch morgens. Ja. Und nicht wie normale Menschen nachts um 2. Und dann um 12 Uhr da an der Startlinie zu stehen, da sind schon mal 60% der Energie. Ja. Also ich bin einen Tag oder 2 Tage vorher nach Hannover gefahren. Da haben Klaus und ich uns dann am Flughafen getroffen oder so. Haben wir uns nicht im Hauptbahnhof getroffen? Achso, und sind dann zum Flughafen weil da der Autoverleih war. Dann haben wir uns halt irgendwie so einen komischen Wagen geliehen, sind dann dahin geeiert und dann, als ich dann dort war auf dem Parkplatz, habe ich gemerkt, ich habe keine Hose dabei. Ja. Und ich hatte da halt irgendwie so eine komische Line-Tracking-Hose, wo man sich am Knie das mit dem Reißverschluss öffnen kann und habe so gedacht, dachte ich, scheiß drauf, dann laufe ich jetzt mit der halben Tracking-Hose, also so auf kurzbeinig, aber... Also das hätte ja gestimmt. Du hast ja gesagt, ich hätte mir locker die Oberschenkel und die Eier weggeschobert. Also das reibt ja überall und dann ist es und dann schön mit nass und Sand drin. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Ihr kriegt nicht den Sand komplett raus. Wenn ihr halt einmal in so einem Schlamm sonst was drin seid, dann habt ihr mit Sicherheit Sand und sonst überall. Im Schlüppern hast du nicht gesehen. Also falls ihr halt irgendwie ein cooles Penispiercing habt oder sowas, das reibt dann ordentlich euch kaputt. Oder der eine oder andere hat ja auch mal Nippelpiercing und dann mit dem Piercing voran an die Eskalatierwand und dann sich gewundert, dass jetzt das Trikot rot wird, punktuell. Aber das können wir vielleicht mal generell zur Kleidung sagen. Also ich meine, viele Leute laufen im lustigen Kostüm. Das unterstützen wir natürlich. Ja. Aber ansonsten einfach so vollkommen normale, dem Wetter angemessene Sportkleidung reicht. Ich würde ja sagen, wenn ihr so Boxershorts, also so Pants tragt. Also die engen, ja. Genau, dann vielleicht darauf achten, dass die wirklich auch an den Oberschenkeln und am Bündchen eng sitzen. Dass nicht so viel Scheiße da rein rutscht. Oder raus. Weil man sich einscheißt. Ja, vor Angst oder vor Spaß. Ja. Das sieht immer super aus hier auf der Wave-Spur. Genau, wirkliche Laufsocken, also auch mit links und rechts, die auch. Ja, da habe ich immer gedacht. Also, du hast die nicht? Doch, also ich bin immer mit Laufsocken gelaufen, du hast mir welche geschenkt. Die trage ich halt einmal im Jahr und zweimal. Aber wir haben halt schon so oft bei Regen und sonst was draußen auch trainiert. Ja. Und wenn wir so trainieren, trage ich immer sonst was für Socken. Und da habe ich noch nie was gemerkt. Tatsächlich auch für die Distanz einfach besser. Ja, wenn man die auf die Distanz trägt. Also ist wahrscheinlich gar nicht so speziell auf den Hindernislauf, aber auf die Distanz merkt man es eher. Ansonsten Laufschuhe, vielleicht irgendwelche Laufschuhe, die ihr ohnehin aussortieren wollt, genau, die also sich jetzt so dem Ende des Lebenszyklus nähern. Also danach hast du echt viele Mülleimer, wo etliche Laufschuhe dann das Ende da finden. Ich hab letztes Mal meinen Schlüpper weggeworfen. Ey, schmeißt er seinen Schlüpper weg und das war ein neuer, teurer, was war das, ein Puma oder irgendwas? Oh, nee, Adidas, der war nicht neu, aber der war schon ganz schön teuer. Jetzt habe ich mich richtig geärgert, aber das war der Moment, wo ich kurz überlegt habe, greife ich nochmal in die Mülltonne? Weil ich weiß, ich hatte so eine alte Sporthose an, die wollte ich auf jeden Fall wegwerfen, weil ich schon Löcher hatte. Da habe ich gleich den Schlüpper mit ausgezogen. Ich voll Idiot, ey. Und das den Schöne könnte ist, ich jetzt tragen. Wenn man sich danach in diesem komischen Auffanglager bei diesem eiskalten Rinnsal da dann halt irgendwie duscht. Und das Geile ist ja halt auch, du hast so viel Dreck und Müll im Haar und überall, dass du halt eigentlich, das ist nur eine grobe Reinigung. Also du kannst ja auch Zeit geben, weil irgendwann bist du echt total taub und denkst gleich, weiß ich, knallt der Kopf durch, weil es tut so weh, aber ich muss nochmal, weil ich spüre richtig die Sandflocken noch im Haar. Und dann bist du halt raus und wenn du dann halt dann irgendwie so gehst, dann plötzlich total ruhig. Dann bist du so,
Meist bist du ja auch komplett verbrannt im Gesicht, das waren wir auch ordentlich. Das ist nach der Zeit, da hilft ja auch kein Sonnenspray. Also genau. Sprüht euch vorher ordentlich ein, um das möglichst lange hinauszuzögern, den Sonnenbrand. Ja, das ist halt so eine Chance, hat, dass eine Distanz. Schicht schon mal ein bisschen einziehen kann. Genau. Ein bisschen so. Vielleicht, wer empfindlich ist und etwas dünneres Haar hat als wir zwei Goldlöckchen, sollte vielleicht auch eine Mütze tragen. Aber hat Maiko eine Mütze getragen? Hat er das nicht? Nee. Aber vielleicht trotzdem. Maiko hat sich eingecremt, aber ich glaube, ja. Da kann Maiko besser drüber berichten, aber ich glaube. Na, also bei so Läufen, man sieht es ja auch. Und aus einer Mütze tragen runter mit Schlamm und sowas, ist doch. Hast du doch. Hat doch alles schon verloren. Nein, ich meine, aber kann mich auch gar nicht daran erinnern, dass da irgendwer mit Mütze oder irgendwas. Ein Sonnenschirm oder was? Das wäre auch nice. Und, naja, was haben wir sonst noch? Und vielleicht ein modernes Sportshirt, dass ihr euch nicht die Nippel abkleben müsst. Naja, halt irgendwie eine. Also, ich meine, jede normale Funktionsklamotte ist heutzutage doch so, dass du da keine Abriebe. Ja, genau, deswegen sage ich ein modernes. Ja. Ja. Ja, also klar, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich war damals in den 90ern laufen, hatte mein erstes Mesh-Shirt dabei, das trage ich jetzt nochmal, dann Feierabend. Aus der Serie Mesh. Nice. Dann gute Nacht, Marie. Nee, aber ich meine, mit den Dingern, da, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe doch irgendwie so ein Basketball-Trikot, aber ich glaube, da schubberst du dir alles ab, oder? Und jeder Discounter hat die ständig im Sonderangebot. Ja. Diese also Funktionsshirts oder kauft die irgendwie einfach bei Amazon, sucht euch was aus. Ich glaube, mein erstes, was ich mir geholt habe, hat irgendwie 7 Euro gekostet. Das habe ich immer noch. Ja. Das war eine dickere Qualität, also dickeres Zeug gewesen. Das ist halt auch so die Sache. Wenn du natürlich eine Auswahl hast, dann nimm halt irgendwas Dünnes und was halt sehr schnell Feuchtigkeit abgibt. Ja. Weil du bist halt öfter mal nass oder schwitzig halt nass. Und dann hast du halt nichts davon, wenn du sowas hast, was das schön speichert. Und du hängst dann da mit so einer Schürze bis zum Knie runter. Das ist ja auch. Und wenn der, also das ist natürlich jetzt der Vorteil, wenn wir halt öfter draußen trainieren, unsere Hände haben dann schon an manchen Stellen Hornhaut. Ja. Wir hatten am Anfang für den ersten Lauf hatten wir uns extra so eine komischen Grip-Arbeitshandschuhe geholt. Meine liegen da noch auf dem Fensterbrett. Wir haben die uns da auch noch zusammengeschnippelt. Ich glaube, ich habe meine auch noch irgendwo liegen. Das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Ich hatte die mal bei einem Umzug an. Da ja, dafür sind die ganz dafür geil. Ist echt gut. Aber ich habe dummerweise die Fingerkuppen abgeschnitten, was beim Umzug ganz gut ist. Ja. Das war noch, das, deswegen habe ich, ja. Aber ja, also wenn du jetzt ganz feine Pfötchen hast und das dann auch irgendwie brauchst, dann sind vielleicht Handschuhe nicht verkehrt, aber dann musst du die halt die ganze Zeit dran lassen. Und also man das hat auch einfach weniger Grip als mit den bloßen Händen. Ja. Weil die Handschuhe halt nicht sitzen wie eine zweite Haut, sondern die lösen sich dann halt an der Handfläche, wenn man irgendwo hängt und das wird dann. Aber auch da darfst du sie halt nicht abnehmen. Ja, das ist halt klar. So, wenn die einmal nass sind und die sind ja eigentlich schon sehr eng, solltest du die schon sehr eng anliegen lassen. Aber wenn die halt nass sind, wenn die dann einmal ausziehst, das kannst du vergessen. Wenn da Sand und Dreck und sonst was drin ist, dass du die dann noch einmal, das ist halt wie Einweghandschuhe, die du ausziehst, die vollgeschwitzt sind. Das, also so viel Zeit ist dann nicht dafür. Ernährung ist vielleicht nicht verkehrt, dass man halt so einen gewissen Kohlenhydratespeicher vorher halt auffüllt. Also so die Woche davor. Ja. Ist das in der Regel, dass man halt vermehrt Kohlenhydrate zu sich nimmt, Carbo-Loading? Kann man halt irgendwie, weil wir das letztes Mal öfter hatten, kann man irgendwie, abgesehen vom Training, sondern auch durch Ernährung, die Krämpfe ein bisschen vorbeugen, dass man sagt, besonders, wenn man keine Ahnung, genug Kalziumspeicher aufbauen oder es relativ genug schnell Flüssigkeit, sich das wenn man genug Flüssigkeit zu sich nimmt und sich gesund ernährt, reicht das eigentlich aus? Gesund, Maiko. Bierchen weg. Nee, aber ich meine, also. Klar, kann man halt Magnesium-Tabletten nehmen, aber eigentlich ist die Dosis darin viel zu hoch und der Körper nimmt das nicht richtig auf. Aber es hilft natürlich für den Kopf, weil man weiß ja, Magnesium gegen Krämpfe. Nice. Und dann, aber mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung reicht es eigentlich völlig aus, um sowas vorzubeugen. Natürlich auch tatsächlich vor dem Marathon oder vor dem Xletics oder vor dem Tough Mudder einfach schon immer ausreichend trinken. Und zwar wirklich viel mehr, als man noch ausschwitzt in der letzten Trainingswoche. Dass auch die Flüssigkeitsspeicher des Körpers gut gefüllt sind. Dass man da einfach in perfekter Form an den Start kommt. Beim Lauf halt auch alle. Genau, an jeder Station. Genau, Trinkstationen mitnehmen. Auch wenn man bei den ersten beiden noch nicht das Gefühl hat von Durst. Aber da haben wir ja schon viele Hoshis gesehen, die dann halt irgendwie sagen: Wir sind Männer, feucht werden nur Muschis. Wir trinken nicht. Genau. Die dann halt dann schön ab dem dritten Stand sich echt mal festgehalten haben, als ob das halt irgendwie so eine Spätekonferenz ist.
Und das, ja. Die, und ich meine, die waren ja auch nicht schneller als wir. Das beziehungsweise schön, die waren dann irgendwann deutlich langsamer, weil die ja irgendwann nur noch gehen konnten. So. Die haben halt am Anfang, also die haben ja auch eine ganz bizarre Energie da losgeschickt. Die hatten ja einfach am Anfang totale Euphorie. Keiner gab halt so eine gewisse Geschwindigkeit vor. Die sind halt gelaufen wie Sau. Dann standen sie irgendwann mal alle in der Reihe, haben gepinkelt. Dann wir gerannt wie Sau. Und dann haben sie irgendwann mal, wie viel ist noch? 17 Kilometer, Alter. Jetzt mal Scheiße. So, und ich meine, man muss auch daran denken, der Körper kann halt nicht so viel Wasser aufnehmen auf einmal. Deswegen muss man halt über den Laufverteil trinken und deswegen wirklich an jeder Station, auch wenn man keinen Durst hat. Auch, wenn man auch zum Beispiel die Bananen reinpfeifen. Ja. Also muss ja nicht mal 5, 6, aber die haben dann halt immer so, was waren das, halbe oder dritte Bananen oder sowas. Und dann halt eine pro Stand, die kann man sich schon geben. Ja. So, also da, weil man ja schon ordentlich verbrennt an dem und Tag. Und es geht, und das sollte man sich auch immer klar machen, nicht auf Zeit. Ja. Wenn man da 10 Minuten rumsteht oder, ich sage, 10 sind wahrscheinlich ein bisschen lang, da kommt man nicht mehr in Gang, aber wenn man da 5 Minuten rumsteht, Wasser trinkt, eine Banane isst, es kostet nichts bei dem Lauf. Ja, das stimmt. Und was ich denke, was halt eines der wichtigsten Sachen ist, weil das halt so ein mentales Ding ist, was auch gern vergessen wird, das Ding soll natürlich auch Spaß machen, beziehungsweise das ist halt das Hauptding. Also wenn halt der Spaß flöten geht, weil halt irgendwer halt sagt von wegen, wir geben jetzt hier richtig Vollstoff und ihr zieht halt alle mit und das ist halt total blöde. Oder bei den Hindernissen, wenn halt einmal so, komm, warum machst du nicht, warum Flasche, bla. Also jedes Mal halt so die Person, die halt irgendwie Problem mit dem Hindernis runterzieht, oder so, was ich eigentlich auch noch nie gesehen habe, aber mag ja sein, dass der eine oder andere halt so einen bizarren oder komischen quergelenkten Ehrgeiz hat, dass ich glaube, häufiger ist eher das so aus dem Weg drängen von jemandem, der schnell durch will. Ja, aber ich da glaube, hat man auch so gemerkt von wegen. Also da gab es halt ein paar Leute, die dann halt immer so das Ding wirklich für sich auf Zeit rennen. Ja, das ist ja bei dem Xletics ganz schön, da gibt es ja eine Zeitsparte. Ja. Dass die es auf Zeit machen wollen, die können es machen am Samstag, die haben einen eigenen Startblock. Und dann sind die alle durch und dann kann der Rest einfach. Aber ich glaube, dass du trotzdem vereinzelt noch ein paar Spinner hast, die auch im normalen Block sind und dann ihre Zeit dann laufen wollen. Und Aber ja, wir hatten irgendwie ganz Glück mit der Geschwindigkeit immer, dass wir uns relativ schnell so eingepimmelt haben auf so ein gutes Level, was wir halt beim Laufen nicht haben, sondern ein bisschen niedriger als normales Lauflevel. Wir müssen ja ein bisschen länger auch laufen. Ja. Und aber trotzdem muss ich sagen, ich habe letztes Mal, also in dem letzten Bereich, so zwischen M und L, da habe ich gemerkt, wie dann mein Teufel hochkam. Da ist dann echt immer so schlechte Laune plötzlich am Start, wenn du merkst, eine endlose Strecke vor dir, heiß. Jetzt mal hier 1 Kilometer über den glühenden Asphalt, da wo hinten die Verwirbelungen sind, da ist das nächste Hindernis. Und da ist dann auch keiner, nur keine Ahnung, irgendwie 5 rostige Autoreifen, die ihr dann wegziehen dürft oder sowas. Und dann denkst du so, also da müsste ich mir irgendwie nochmal so, dass da halt nicht der Spaß flöten geht. Hast du wieder was gehört? Ich habe auch irgendwas gehört. Das Horn Gondors. Ja, irgendwie so ein komisches Pfeifen, ne? Aber ich glaube, da würde jemand reagieren, wenn jetzt hier jemand klingelt, oder? Ja, das ist meine Klingel klingt auch viel aggressiver. Ah, die gute alte Mischung aus La Cucaracha und Montezumas Rache. Und Furzgeräusche. Das war Montezumas Rache. Furzgeräusche? Durchfall. Das Wasser vergiftet, bis alle Sprühschiss hatten. Was würdest du denn danach machen? Was würdest du denn danach sagen? Ich würde nochmal auf den Tag vorher eingehen. Ja, geh nochmal auf den Tag vorher ein, weil meine Frage war ja auch danach. Das ist ja langweilig. Naja, bevor wir danach sind, vielleicht wenn wir noch chronologisch bleiben. Sind wir davor. Nee, wir haben uns ja immer jetzt so dem angenähert, chronologisch. Ja, es liegt er hat schon wieder irgendwie einen Stift oder irgendeine Pimmel in deiner Hand. Eine Pfeile, das ist ja Wahnsinn. Ich will wieder einfach raus. Der alte Bitcoin-Referathalter. Tag vorher wirklich auch viel Wasser trinken und sich nur leicht bewegen und die Muskeln vielleicht nochmal dehnen. Onanieren, ist es okay? Auf jeden Fall. Onanieren ist wirklich gut. Es durchblutet die Leiste. Nice, ihr habt das zuerst gehört. Ja, wirklich. Ne, durchblutet die Leistenmuskulatur und die kann man am nächsten Tag gebrauchen beim Laufen. Schubbert, was das Zeug hält. Auch nicht zu oft. Und nicht beim Laufen. Sonst ermüdet ihr die Arme. Okay. So, danach. Direkt danach. Erstmal ein Bier trinken. Wie, du hast jetzt nur gesagt, von wegen vorher ein bisschen Wasser trinken. Ja, keine Trainingseinheit mehr am Tag davor. Okay. Das ist halt, was hältst du von diesen ganzen Supplements? Irgendwie sich die Eiweißshakes reindrücken? Und das ist für so Ausdauersachen ist das eh nicht so entscheidend. Ich sag's ja nur. Da ist der, ja. Also da ist ja der Markt endlos. Ich sag's ja nur.
Ja, naja, ich meine, für den Muskelaufbau ist es sehr hilfreich, weil es die Ermüdungsphasen ein bisschen verkürzt und dem Muskelaufbau hilft. Was hältst du von so Pushern, dass man an dem Tag sich so ein Guarana, ein Coca-Cola-Espresso reinfällt? Ich glaube, das ist eher für den Kopf als für den Körper. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich Guarana-Espresso irgendwas reinpfeife, dass ich erstmal krass hohen Blutdruck kriege und dann ganz kribbelig im Kreis renne und dann total müde werde. Ja, ich weiß nicht, ob das so oft bei 20 Kilometern großartig hilft. An jeder Trinkstation? Na, viele Leute haben ja so ein diese Sportgels, diese kohlenhydratreichen. Habe ich einmal probiert. Ja, genau, die so schmecken wie kaltgestelltes Kamelsperma. Oh, du musst das wissen. Deine ganzen Nebenjobs hier. Am besten warm genießen. Das ist nicht so meins, weil ich das nicht so runterkriege. Also nicht Kamelsperma, sondern diese Powergels. Ja, ich meine, wem es hilft, ich meine, es ist halt auch nicht anders als eine Banane. Aber dann esse ich halt lieber eine Banane oder so ein Müsli-Riegel am Stand. Ja, aber du kannst warmen Glibber im Vergleich zu einer Banane. Nee. An irgendeinem Stand, das war bei einem Tafanda-Stand, da hatten die so einen geilen Nussriegel und nicht so ein x-fach zermahlen, sondern das war echt wie so eine Erdnusspastete und dazwischen Haselnüsse und dann irgendwie noch ein bisschen Honig und das in Sesam getunkt. Ich glaube, du redest über Quäse. Nein, aber du weißt was, da wo man danach so kilometerlang durch diesen Fluss gewartet ist. Das war zum Beispiel mal ein ganz geiler Part, fand ich. So diese Flusswarte, das war beim ersten Mal noch, wo der Fluss plötzlich so tief wurde, wo du dachtest, wow, was ist denn hier los? Meine alte Radiostimme aus den 70ern kommt zurück. Was ist denn hier los? Ja, das war ganz schön. Danach erstmal ein Bier, na klar. Nee, ich meine, das kommt ja ein Bier. Ja, dann was war das, ein Paulaner? Trinkt man auch ein Bier. Düsenfrei irgendwie. Ja. Komplett. Und dann kriegst du dein Trikot und bist total benommen und sagst, ich nehme L. Und dann zu Hause merkst, L am Hals geht gar nicht. Aber fairerweise, das Athletics-Trikot ist vielleicht ein bisschen kurz geschnitten, aber der Stoff ist in Ordnung. Also ich dachte aber dafür scheiße. Nee, also im Vergleich zu dieser Tough Mudder Plastiktüte. Ich habe es lange nicht mehr getragen, muss ich sagen. Das ist, ich auch wieder den Hals abgeschnitten. Ich das neulich nochmal im Studio an, das ist unglaublich. Ja, das ich glaube, dafür ist ganz gut. Ich verstehe auch nicht, warum die Dinger aber schwarz auch nicht sein müssen. Weil da so, also bei dem Tough Mudder Ding, weil das auch so ganz komisch Plastik geflockt ist. Ja, das mit dem Xletics in schwarz ist tatsächlich ein bisschen Quatsch. Unser erstes Tough Mudder Trikot, dieses graue. Mit dieser. Ja, genau, das meine ich. Das Ding, also das hat, da gab es vorne auch so eine komische Aufflockung und das hat mir echt die Brust immer abgeschubbert. Ich habe das jetzt. Das da geht hatte ich, auch echt gar nicht. Das war, also, glaube ich, damals mein zweites Trikot. Erstes gekauft, das andere habe ich da gekriegt oder Trainingsoberteile oder sowas. Und als ich das dann mal zum Wechsel anhatte, dachte ich, au, das ist ja blöd. Also das beim Xletics ist da im Gegensatz dazu schon aus einem angenehmen Stoff. Ja. Nee, aber, warte mal, das aber erste. Viel zu kurz. Das erste darf mal, da war ein T-Shirt. Genau, das war ein Bauchfrei-T-Shirt. Wirklich. Ich hatte extra, weil es hieß, ihr bekommt ein T-Shirt. Ich dachte, super, ziehe ich meine Sportkleidung an, einen Pulli drüber und ich bekomme ja ein T-Shirt, mit dem ich nach Hause gehen kann. Genau wie wir alle dachten, wir bekommen ja ein Handtuch. Und ich hatte auch keins dabei. Ja, ich bin in diesem Bauchfrei-T-Shirt in der Bahn nach Hause gefahren und andere Leute mussten sich mit diesem so einem Tempotaschentuch in der Fläche als Handtuch abtupfen. Ich. Beim ersten Mal habe ich gedacht, ein Handtuch heißt Handtuch. Ja. Also selbst bei Handtuch denke ich ja nicht an Badetuch, sondern schon an Handtuch. Genau, was aber, ja vollkommen ausreichend. Genau, man kann ja mal damit duschen, das ist halt klitschnass. Aber das war halt echt einfach DIN A4 Seiten groß. So. Und das war dann kleiner als DIN A4. Ja. Das war dann beim Duschen echt unangenehm, zumal das ja auch nicht der abgeschirmte Bereich war wie beim Athletics, sondern und das war so auch beflockt. Das war auch beflockt, das Handtuch. Und das war dann so eine freie Wiese, wo dann halt auch die ganzen Familien, Freunde und getunten GTI-Besitzer halt da einfach stehen konnten. Und dann gehst du halt vom Duschen mit deinem Dreckklamotten, weil du nicht Frisches mitgenommen hast. Duschdech, Junge. Komplett nackt halt rüber und hast nur dein DIN A2 oder was das war, DIN A5 Blättchen da vor die Linden und dann denkst du, ach, egal. So, als ob man sich mit Löschpapier abtupft. Ja, das war ganz gut. Ja, haben wir denn danach, ich glaube, also ich weiß nur, dass wir beim Tough Mudder uns mal so ein 15-Euro teures Gammelsteak reingedrückt haben, was mehr Sehnen hatte als alles andere Sehnen. Ja, also ich meine, man sollte danach schon relativ schnell die Kohlenhydratspeicher wieder auffüllen. Ja, aber vielleicht aber hast du dann auch nicht einen Riegel einfach drin. Genau, aber auch nicht an irgendeinem räudigen Stand da. Aber jetzt mal ehrlich, bei den ganzen Stationen, wenn du dir überall
eine Banane reinpfeifst, hast du nicht dann auch genug, um erstmal danach klarzukommen? Oder ist das ja, schon, man kommt erstmal danach klar, aber trotzdem hat man ja viel mehr Kohlenhydrate verbraucht, als man zu sich genommen hat. Also man sollte jetzt nicht die 4 Stunden nach Hause fahren und dann das erste Mal wieder was essen. So wie ich das letztes Mal gemacht habe. Ich glaube, wir wollten uns am Imbiss was holen, aber die Bahn kam dann gleich. Genau, wir haben gesagt von wegen, hier wegkommen. Oder hier essen und übernachten im Wald. Und dann haben wir das halt gemacht. Beziehungsweise dann den Bus sind wir das letzte Mal gefahren. Ja, genau, den Bus und dann mit der S-Bahn. Ja, stimmt. Aber der Bus war wichtiger, Der Bus war richtig wichtig, ja, das war der letzte. Ja, das war dieser übers Land einmal am Tag. Ja, dieser super gut gelaunte Busfahrer. Jetzt habe ich jetzt zum ersten Mal Fahrgäste in 8 Jahren. Ja. Ja, aber dass man halt danach irgendwie zumindest am Abend wieder Kohlenhydrate reinholt. Zumal wenn du denn nach dem Lauf und dem alkoholfreien Bier ein richtiges Bier reinzwirbelst, was bei mir dann immer ziemlich schnell funktioniert. Ja, überraschend. Und wenn du dann sagst, auch Kohlenhydrate passé und vielleicht nochmal sagst, ein Bierchen noch oder so, und dann echt paralysiert da halt irgendwie zum Bus schlappst oder wo auch immer hin du schlappst. Ja, ansonsten kann ich ja nochmal aus Erfahrung sagen, wenn man dann im Bad ist danach, nach dem Lauf und seine Klamotten wäscht, dann sollte man vielleicht darauf achten, dass nicht zu viel Wasser auf dem Boden ist. Ich bin da mit dem Knie schön in die Kante von meiner Badewanne gerannt und dann schön die ersten Tage in der Woche danach gehinkt. Das war richtig clever. Naja, aber du hast dich ja auch richtig schmerzhaft verletzt. Ja. Nicht nur dieses gehinkt, sondern du hast dich auch richtig scheiße wehgetan. Genau, mit der Ecke darauf. Ja, und ansonsten... Bei mir ist die erste Nacht immer Horror, das kann ich schon mal sagen. Für alle, die noch nicht gelaufen sind oder noch nicht diese Strecke gelaufen sind und vielleicht, keine Ahnung, wenn der Körper ähnlich funktioniert. Erstmal fängst du halt unkontrolliert an zu zucken, also mehr als man sonst zur Entspannung nachts zuckt. Und dann ist es so, dass ich nachts immer aufwache vor Schmerzen, weil meine Gelenke halt so... Schmerzen. Millionen Deutsche müssen nachts raus. Der Grund: Blasenschwäche. Doch jetzt gibt es... Schwäche. Doch jetzt gibt es Granugeil. Ich wollte nicht Granufing sagen. Ja. Nee, ich weiß nicht, ob es meine Kniegelenke sind oder Hüftgelenk, aber da ist halt immer richtig Alarm die Nacht danach. Ja. Alter Finne. Und das Schöne ist dann halt auch, falls ihr im Altbau wohnt oder sowas, Treppen gehen. Ich gehe dann immer wie eingeschissen hoch, beziehungsweise runter ist schlimmer. Runter ist dann richtig wie, ich habe, als ob ich die Suppe am Knie hängen habe. Das geht, also man geht dann da richtig traurig. Ja, also auch tatsächlich mechanisch vielleicht auch mal, wenn man zu Hause ist, dann schauen, ob man Blasen an den Füßen hat. Oder beziehungsweise, wenn man es schon beim Duschen gesehen definitiv hat. Definitiv. Sich darum also dann erstmal kümmern. Ja. Genau, und ansonsten vielleicht Muskulatur kühlen hilft besser direkt nach dem Lauf. Aber ganz ehrlich, schadet am Abend auch nichts mehr. Sobald ich dann irgendwann mal sitze oder liege, habe ich keinen Bock auf irgendwas. Also diese Sachen von wegen, wenn ich jetzt noch eine Liste hätte, trink mindestens noch so viel, iss bitte noch das, schmeiß dir vielleicht noch die Supplements rein, kümmere dich um deine Blasen. Nee, wenn ich dann einmal sitze, dann sollen sie abfallen, die Beine, scheißegal. So, dann ist echt so, dann bist du so froh, dass du es durch hast, aber gleichzeitig denkst du auch so, echt, ey, das ist gut, dass wir das einmal im Jahr machen und nicht wie Aaron total euphoriert beim allerersten Mal. Jungs, in 3 Monaten ist noch einer in München. Wenn wir wollen, können wir da hinfahren. Wir können das machen. Und Klaus schon in weiser Voraussicht, wir warten mal noch einen Monat. Warum haben wir es dann nicht gemacht? Weil deine Euphorie abgeklungen ist. Das wäre was das für eine Fahrt gewesen wäre, dann nach Süddeutschland. Ich wollte echt... Fürstenfeldbruck oder wo das war? Ich war so drauf, ich wollte unbedingt noch mehr laufen. So kriegen sie dich. Ja. Wir sind der Tough Mother, ihr seid einmal gelaufen, ihr kriegt 1,50 Euro Rabatt. Was hältst du denn... Okay, Nippel abkleben haben... Genau. Was hältst du denn von Abkleben von der Ferse oder die einzelnen Zehen werden ja auch mal gerne immer wieder... gesagt. Okay. Also ich persönlich halte davon nichts, aber... Ich meine, also hast du irgendwie Erfahrung gehört, dass das was vorbeugt oder so? Habe ich nichts gehört. Also meine Erfahrung, was das angeht, ist, wenn die Laufschuhe passen, ist es eigentlich nicht notwendig. Aber die Laufschuhe sollten passen. Ja. Also ich habe ein bisschen Schiss vor meinen. Naja, also eigentlich beim Laufen solltest du ja so einen Daumenbreit nach vorne haben. So wie du früher immer... So einen Daumen oder... So, Wie, also Den seitlichen Daumen. Den seitlichen Daumen. Was ist denn das? 1,5 Zentimeter oder was? Nee, den Daumen. Hä? Er hat seinen Penis gemessen. Ungefähr so könnte es auch danach sich anhören. Nee, also ansonsten beim Laufen ist es ja ganz gut, weil man mit dem Fuß immer ein bisschen nach vorne rutscht bei den Schritten.
dass man da noch ein bisschen Platz hat. Ja, beim Klettern ist es tatsächlich, also wenn man den Halt im Fuß braucht und nicht wie bei Klettern. Wie kommst du denn jetzt auf Klettern? Weil man da so ein bisschen Klettern gesagt hast. Ja, vor dem. Ja, beziehungsweise wir haben ja auch ein paar Dinger, wo wir dran hochklettern müssen. Und da ist es natürlich schon praktisch, wenn man vorne irgendwie einen geilen Schuh hat, der halt nicht einfach nur abschließt, sondern halt ja, ein bisschen Grip dran hat. Aber ich muss sagen, ich glaube, dieser Schuh, den ich jetzt habe, ist echt so ein Straßenlaufschuh und ich glaube, das wird trotzdem funktionieren. Ja, das hat ja vorher mal so ein, den du mir damals empfohlen hast, so ein BW-Laufschuh. Ich habe dir den. Ja, weil ich habe nach dem du hast mir den bei eBay gezeigt und mich gefragt, ob der in Ordnung ist. Nein. Beim allerersten Tough Mudder, da habe ich dich gefragt, was man denn für Hindernislauf und sowas. Und da hast du gesagt, dass der aktuelle BW-Schuh gar nicht schlecht ist, weil das halt ein Adidas-Produkt ist. Weiß ich gar nicht. So, und das war ja halt auch ein Adidas-Ding. Mittlerweile ist es ja halt schon irgendwie so eine eigene Dings. Da habe ich ja einmal gekriegt und das war halt ein schwerer Klotz. Da habe ich gedacht, Gott, weil den ich hatte, der war ja halt auch gut. So, der war halt ein bisschen schwerer. So ein etwas geländetauglicher Laufschuh halt, ja. Also aber ansonsten normaler Laufschuh reicht aus. Ja, also ist dann halt auch wesentlich leichter. Und da du beim Athletics halt nicht so oft durch Schlamm und Matsch warten musst, wird dir die halt auch nicht abgehen. Ja. So. Ja, also ich hatte beim letzten hatte ich so meine Freerunning-Schuhe an. Also das nicht diese ganz ultraleichten? Genau. Hat auch super funktioniert. Okay, ich dachte, die hätten sich verabschiedet sonst. Nee, die hatten sich davor schon verabschiedet. Also die waren halt einfach 1,5-2 Jahre alt. Und ich laufe ja recht häufig und die waren halt einfach völlig durchgelatscht. Und deswegen, also das meine ich, man kann die Schuhe halt danach ausbürsten und auch weiter verwenden. Aber wenn man Laufschuhe hat, die man ohnehin aussortieren möchte, ist das eine ganz gute Auf-Wiedersehen-Strecke. Ja. Weil die werden nass, die werden matschig. Das, Ich hatte irgendwie gerade so ein Bild im Kopf. Also Maiko war ja auch ohne Handschuhe unterwegs. Ne? Und ich hätte so ein Bild im Kopf, wie halt auch nicht schwielen, sondern irgendwo offene Stellen hatte. Oder habe ich das? Weiß ich nicht mehr. Okay. Ich habe vorhin drüber gesprochen, also beim Training, was noch andere Tipps, die wir gesehen haben, oder vielleicht bizarre Ideen, dass halt der Schuh erstmal eng gebunden ist und dann in der Mitte vom Schuh einmal ringsrum um den Schuh schön mit Gaffertape beziehungsweise Panzertape den Schuh da halt irgendwie abkleben. Das erschließt sich mir auch nicht so ganz. Ich habe halt auch gedacht, ob die gefürchtet haben, dass die vielleicht, wenn die halt durch Geäst gehen, dass die Schlaufe irgendwo hängen bleibt, dann der Schuh definitiv aufgeht. Und somit haben sie dann halt die Schlaufe oben drauf geklebt und nicht unten reingedrückt, sodass es am Fußrücken schmerzt. Das war so meine Idee. Oder vielleicht so wie du, haben sie da den Schlüssel eingeklebt. Aber das den hat man in der Regel dann in der Tasche, die du abgibst. So halb beaufsichtigt da rumliegen. Genau, das ist halt auch die Sache. Alle deine, also jeder hat ja seine Tasche mit dem Wichtigsten dabei, was meist irgendwie Schlüssel, ein bisschen Geld ist. Ja. Ich glaube, da muss man jetzt auch nicht unbedingt, also wir haben es, glaube ich, immer so gemacht, dass wir gesagt haben, Geld ja, aber ich muss nicht mein Portemonnaie mitnehmen. Weil wir dachten, so sicher wirkt das nicht. Wir haben das Portemonnaie entfernt oder entkernt. Sag ich mal. Oder sowas. Genau. Krankenkarte. Aber trotzdem haben wir ja alle immer Smartphones dabei gehabt, die ja mittlerweile jetzt gar nicht so günstig sind. Aber beim Athletics waren tatsächlich Aufsichtskräfte da. Okay. Ja. Die beim Zelt aufgepasst haben. Weil das war halt ich kenne es von diesen ganzen Läufen, kenne ich so, dass die Leute ihren ganzen Scheiß da immer hinlegen auf Vertrauensbasis. Ja, aber das ist schon krass, ne, wenn du überlegst. Ja. Also ich habe jetzt einfach nur an die Smartphones gedacht. Das ist bestimmt ein massiver Wert, der da einfach rumliegt. So. Also ich meine, inzwischen ist es ja bei so City-Läufen zumindest so, dass die Leute ihr Smartphone mitnehmen auf die Strecke. Also aber, sich am Arm kleben oder was? Genau. Aber ansonsten, Schlüssel und so, Portemonnaie liegt immer in der Tasche und bei so Sachen wie dem 25-Kilometer-Lauf in Berlin, da ist auf der Tasche deine Startnummer und dann wird halt mit der Startnummer abgeglichen, mit der du wieder hingehst. Das hat immer so, jede Aufsichtsperson hat halt so 100, 200 Taschen, auf die sie aufpasst und reicht dir dann deine Tasche. Okay. So, aber bei so Sachen wie der City-Nacht hängst du halt einfach einen Turnbeutel irgendwo hin. Cool. Und halt auf Vertrauen. Aber also mir ist da auch noch nie irgendwas abhanden gekommen. Aber natürlich besteht da die Möglichkeit, bei dem Athletics, wie gesagt, da gibt es halt, oder gab es letztes Jahr die Aufsichtskräfte, ich meine beim Tough Mudder nicht. Oder nee, doch. Doch, das war so ein abgeschottetes Zelt. Genau, da hatten wir diese Armbänder, die wir uns noch angeklebt haben. Aber diesmal gab es auch Armbänder. Ja, stimmt. Die mit der Nummer drauf. Nummer, bloß du konntest halt einfach nur da rein und das irgendwo hinschmeißen oder hinhängen. Und da habe ich halt auch gedacht, du kannst halbherzig kontrolliert. Du kannst ja halt dann auch irgendwie in Reihe 27 hinten dich hinhocken, wo dann 50 andere Taschen sind und die komplett leeren und das erstmal bei dir reinstopfen und dann war es das so. Also ich meine... Man muss sich halt bewusst sein, dass einfach was passieren kann. Ja, da. Aber gut, vielleicht nicht den Fokus drauf legen. Ja, ich meine, uns ist nichts passiert. Ich glaube auch, die meisten, also toi, sicher. Ne? Rausgehen, man muss ja auch nicht alle drei Kreditkarten mitnehmen.
Ja, ansonsten kann ich ja nur sagen, wenn ihr eine GoPro mitnehmt oder sowas in die Richtung, was ich halt immer gemacht habe, ja. Es gibt halt die Alternativen mit dem Brustgurt oder mit der Helmkamera. Machst du diesmal auch? Ja, schon, ja. Denke ich, ja. Also ich habe es die letzten Jahre mal gemacht. Das war eine ganz witzige, aber der Akku ganz ging schnell platt, oder? Genau, der Akku ist halt echt ein Problem. Also bei der neueren wahrscheinlich gar nicht mehr Hast du einen besseren Akku oder ist noch der alte Akku drin? Ich habe noch den alten, ja. Okay. Ja, vielleicht bestelle ich mir einen neuen. Ich guck mal. Hast du ja die Kannst du von der Steuer absetzen. nee, aber wenn ihr mitnehmt, der Akku ist halt definitiv was ihr leer bekommt und versucht nicht, den Lauf zu filmen. Also nehmt die Hindernisse, weil wenn ihr lauft, das ist Schwachsinn, das ist viel zu verwackelt. Das ist halt ja auch das, was zum Beispiel bei YouTube und sowas super anstrengend ist. Ja, wenn da halt irgendwer kann man wegwerfen, weiß nicht, 5 Stunden auch, 70 reingesetzt hat, da frage ich mich immer, was haben die für eine Kamera dabei gehabt, dass sie es am Stück filmen? Ja. Also das kann ja keine GoPro mehr gewesen sein. Oder, wenn sie nur laufen, das kann man ja noch mit was anderem verbinden. Aber es gibt noch so ein Akku-Pack. Also ja, da kommt man, halt, glaube ich, auf 2 Stunden. Ja. Und wenn man nicht in... ich habe immer in 4K gefilmt. Weil man nur in HD filmt, hält der Akku auch länger. Warum filmst du nicht in HD? Das reicht ja völlig aus. Nee, wenn dann 4K. Nee, tatsächlich, die GoPro, weil die Bildqualität nicht so hoch ist, sieht es deutlich besser aus, wenn es von 4K runterskaliert ist. Okay. Also einfach wirklich ästhetisch. Ansonsten, das Bild an sich ist nicht so hübsch. Wenn ihr es macht, macht die Kamera zwischendrin aus, macht die nach jedem Hindernis aus. Du hattest sie an der Brust, ne? Beim ersten Mal hatte ich sie an der Brust. Ja. Da stört sie aber bei fast jedem Hindernis. Okay. Die ist ein bisschen stabiler als am Kopf, aber ich würde dazu raten, am Kopf und lass sie nicht die ganze Zeit am Kopf, sondern nehmt die halt ansonsten in die Hand. Stimmt, du hast immer das Ding einfach nur in der Hand gehalten, ja, ne? Ja, die wiegt ja nichts. Also sind ja, weiß nicht, 300 Gramm oder so. Ja. Die ist super leicht. Nehmt die, lass die nicht. Wenn die nicht stört? Auf dem Kopf ist es auf jeden Fall störender, als sie in der Hand zu haben. Denkt daran, dass die Speicherkarte groß genug sein muss, ich glaube, meine Videos waren immer so 45 bis 60 Minuten, um das aufzufangen, aber das ist in der Regel kein Problem. Kannst du dich noch an diesen scheiß Hindernis erinnern, als wir so irgendwie so einen Autoreifen hatten oder so einen Traktorreifen, vier Kordeln dran und irgendwann musste drauf sitzen und musste dann so eine Anhöhe, hochschleppen und wieder runter. Was für ein Scheiß. Ja. Weil du halt dann auch so eine blöde Haltung hast, immer so ein wackelndes Hindernis, ein wackelndes Gewicht, ein dummer Rhythmus, der stellt sich halt in dieser Kürze nicht halt ein, dass wir halt in einem Rhythmus laufen. Oh, und dann darf sich natürlich da drauf keiner bewegen und später was dann nochmal irgendwo mit draufsetzen oder sowas. Ja, oder irgendwas. Oder irgend so ein scheiß Balken, dann auf dem Balken. Ja, ein Balken. Ja, okay. Aber es war nicht mehr wie Tough Mudder, der eine schleppt den anderen, oder? Nee, das war nicht. Das ist der Piggyback Ride. Ja. Nee. Aber dieser dieser Balkenscheiß. Ja. Naja, darauf muss man sich beim X-Lays auch schnell viel tragen. Also ich würde vielleicht noch so als abschließenden Tipp, wenn ihr uns auch mit langsam der 1-Stunden-Marke. Nice. Eine gute Zeit. wenn ihr irgendwas noch trainieren wollt, außer Laufen, dann die Griffkraft. Ja. Also alles andere, Klimmzüge und so, ist echt weniger entscheidend, als dass ihr wirklich einen festen Griff habt. Das stimmt, ja. Das ist echt. Ja. Du noch einen abschließenden Tipp? Just a tip. Ich wiederhole nochmal das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist ein Spaßlauf und echt, habt die ganze Zeit Spaß. Nicht so verbissen, nicht so ein großes Ego in die ganze Sache reinschieben und lieber halt in der Gruppe öfter mal halt irgendwie so einen Pimmelwitz raushauen, dass der Gag halt oben, also dass die Stimmung halt oben bleibt. Das ist halt später viel wichtiger als am Anfang. Am Anfang sind halt alle noch total euphorisiert, aber später so ab Kilometer 10 ist, glaube ich, halt einfach mal so ein blöder Witz echt total aufheitern, weil dann fängt es halt an, dann merkst du halt das Knie, dann merkst du halt die Lunge oder irgendwas und dann ist es total gut, wenn du irgendwie mal, weiß nicht, ein bisschen Stimmung machst. Das ist, glaube ich, ganz praktisch dann so, weil ich weiß halt einfach nur, ich denke die ganze Zeit, wie ich da halt in dieser blöden Wüstensonne da halt auf dem Boden runterpimmel und dann dieses Gitter anhebe und ich dachte, ich hasse alles hier und du dann irgendwie, komm und du wirst wieder geboren und dann dachte ich, oh, was soll denn der Scheiß jetzt? Will ich da raus? Ich kann dich auch ziehen, ja, am Arsch. Genau, vielleicht sage ich nochmal einen letzten Tipp für die Strecke, lasst euch nicht mitreißen von dem Tempo, sondern lauft euer eigenes Tempo. Ja, also beziehungsweise die Gruppe hat halt ein Tempo genau, und das aber ist hoffentlich mal niedriger als normales Trainingstempo. Und gerade am Start ist es halt verführerisch, wenn da noch Musik ist und die Leute aufgestachelt vom Aufwärmprogramm losrennen, ist verführerisch auch, sich mitreißen zu lassen. Da fällt mir noch ein, dieses Aufwärmprogramm ist ja auch immer eine Gurke gewesen.
Also, was wir da halt für Übungen gemacht haben, da muss ich sagen, selbst der Tough Mudder Aufwärmer, da hat er irgendein Warm-Upper, hat er irgendwie ein bisschen was Geileres gemacht, weil er wirklich so richtige Burpees und ein paar anstrengende. Und das war halt ein Herumgerolle. Also zum Beispiel Dehnen oder sowas, habe ich gedacht, vielleicht Beine, das wäre echt mal schnell gemacht. Mhm. Anstatt sich so rumzurollen, dass man aufeinander rumliegt. Genau, und dann, guck mal, also ist ja okay, Stimmung und sowas, aber es ist immer noch ein Lauf, da kann man halt dann irgendwie kurz mal sagen, okay, wichtig, macht mal bitte Oberschenkel hier, da ziehen wir kurz mal. Muss ja nicht alles ins Detail, aber so ein paar Sachen, habe ich gedacht. Das war halt dann, das fand ich ein bisschen asi im Vergleich zu dem Tough Mudder Warm-Upper. So, den fand ich irgendwie ein bisschen krasser. So, der hat sich aber auch richtig ausgepowert und die anderen haben gedacht von wegen, ich mache normalerweise Messe, jetzt mache ich das, ist ja okay. So, also. Ja. Tja, damit nähern wir uns dem Ende unserer Klaus und Dirk Spaßstunde. Ist das jetzt der offizielle Titel? Ja, ein bisschen spät jetzt, ne? Wir haben schon 3 Fans. Die Nüsschen da draußen. Die Cashies. Die Cashew-Nüsschen. Cashew-Nüsse sind keine Nüsse eigentlich. Das ist ja nur der Pimmel an dieser komischen Frucht. Ist so. Der Pimmel. Ja. Guckt euch das an im Netz. Pimmel. Ja. Guckt euch Pimmel im Netz an. Ja. Wenn ihr fertig seid, dann schreibt eine E-Mail an. Fürnüsse@gmail.com. Ich wollte irgendwas mit Penissen gerade sagen. Oder tweetet uns an @fürnüssepod auf Twitter. Oder stellt uns eine wunderschöne Frage als Kommentar vielleicht unten eingepimmelt für den YouTube-Kommentar, bei dem YouTube-Kanal. Ja. Fragen könnt ihr uns auf allen Kanälen stellen. Fürnüsse mit Dirk und Klaus. Danke, dass ich hier das Ende sagen darf. Fragen könnt ihr uns auf allen Kanälen stellen. Auf den ihr uns erreicht, könnt ihr unseren Podcast auch für unterwegs hören auf iTunes oder Podcast Addict und wahrscheinlich noch auf ganz vielen anderen Podcast-Apps, von denen wir nichts wissen. Als Hörspiel noch, als Hörspielkassette irgendwie so aufnehmen, dass man das in den alten Walkman reindrückt? Ein Donner zeigte an, dass Dirk recht hatte. Gottes Willen, man hört doch, dass das so eine alte Wochenend ist, die du gerade geschüttelt hast. Obwohl, die klang ein bisschen dicker. Ja, und fürnüssepod.com. Da findet ihr uns auch. Auf, ihr kleinen Nüsschen.